Leute, willkommen im neuen Video. Wir sitzen gerade im Model 3. Louis hinten, auch alles bequem? Natürlich. Danke fürs Einschalten, Leute. Freut uns immer wieder, dass ihr alle mit dabei seid. Gib ihn raus auf jeden Fall. Wir machen heute ein Einjahresfazit vom Model 3 und das war die Polizei. Moin moin. Servus. Wir wollen einfach mal Revue passieren lassen, was wir so alles mit dem Model 3 erlebt haben und wie das Model 3 bei uns jetzt so stellenwertstechnisch verglichen mit den anderen Autos aussieht. Erinnerung ans Model 3 zum Beispiel ist noch gar nicht so lange her, was Langzeitfahrten angeht. Ich bin nach Stuttgart gefahren mit meinem Dad und das war vor 5 Tagen oder sowas. Das ist auch ein Standard Range gewesen und es funktioniert perfekt. Wie gesagt, das Supercharger-Netzwerk von Tesla ist so aufgebaut, dass du problemlos einfach jede Distanz überbrücken kannst. Wie viele Kilometer waren das ungefähr? 600 oder so, ne? Würde ich jetzt mal sagen, ja. Ich kann das eigentlich auch nur genauso wiedergeben, wie Lennart das auch schon gesagt hat. Auch so ein Standard Range einfach schon jedes vollwertige Auto mittlerweile ersetzen kann. Ich bin mit dem Standard Range auch schon, das habt ihr mitbekommen, wenn ihr das Video gesehen habt, nach Amsterdam gefahren. Das waren 333 Kilometer. Das war super easy. Momentan finde ich einfach preis-leistungstechnisch das Beste, was es auf dem Markt gibt. Nach Förderung kostet das Auto 39 brutto oder sowas. Und ich finde, dass natürlich ist das immer noch eine Stange Geld. Aber das ist schon bezahlbarer geworden. Wir haben hier Streaming mit an Bord, wenn wir am Laden stehen oder vernünftiges Internet haben. Und nicht fahren, kann man hier Netflix und YouTube gucken, was so in keinem anderen Fahrzeug funktioniert. Google Maps mit am Start, Live-Navigation, einfach wirklich ein komplett durchdachtes System. Ja. An dem Preis gesteckt natürlich noch ein paar Komfortmerkmale weniger, als wir das von S und X kennen, aber total vernünftig. Alles, was man braucht, ist mit dabei. Auch wirklich schwer, die Komfortmerkmale, die fehlen, auszumachen. Ne? Also ich meine, man kann sagen, das Auto hier hat keine Luftfederung. Ja. Aber fährt es deswegen unbequem? Nö. Ich bin wirklich super zufrieden mit allem, was das Auto so hergibt. Es ist irgendwie zu Ende gedacht und mehr Computer, als es Auto ist vielleicht. Würde der ein oder andere sagen, das ist aber genau das Problem, was ich damit habe mit der Marke Tesla, dass Automobile daran verloren geht. Ich denke, ein Stück weit ist das einfach der Weg, den es in Zukunft geht. Es wird für alles andere, also für dieses emotionale Autofahren, mit Sicherheit weiterhin Autos geben, die gebaut werden. Ne, halt so, wie wir das jetzt von einem 911er kennen oder so. Dass so ein Opel Corsa dann irgendwann kein Benzinerantrieb, zumindest ausschließlich, nicht mehr ausschließlich Benzinerantrieb hat, denn es gibt ja jetzt den Corsa E. Genau. Das sollte offensichtlich sein. Und da sollte dann auch keiner sagen, das fehlt mir. Weil der Fahrspaß bei einem Opel Corsa beispielsweise, ich will jetzt nicht den Opel Corsa schlecht machen, es ist einfach nur, ne, so das Fahrzeug, das halt um Pudding fahren mäßige Fahrzeugsegment. Na moin, da ist meine Freundin. Genau deswegen bin ich gerade umgedreht, weil ich es einmal unbedingt auf Kamera haben wollte. Nee, also man muss auch dazu sagen, ich finde beim Model 3, wenn man sich jetzt entscheiden sollte und man kann irgendwie frei verfügen, finde ich, ist das Performance Model 3 halt einfach super geiles Auto, jetzt im Vergleich zum Standard Range. Im Standard Range hat man einfach alles, was man braucht und man kommt überall hin, wie man das möchte. Gerade für, ne, um den Pudding oder für die täglichen Einkäufe, Arbeit hin und zurück, top. Aber das Model 3 Performance ist halt einfach fast das gleiche Auto, aber mit so viel mehr Leistung, dass so viel Fahrspaß dazu kommt. Wir haben zum Beispiel auch mittlerweile den Track-Modus mit dabei. Man kann mit den Fahrzeugen also mittlerweile auch auf die Rennstrecke fahren. Ja, das Ganze kostet dann auch nur um die 70.000. Was halt mit ähnlicher Leistung vergleichbar ist, die dann schnell mal an die 200.000 kostet. Und da ist dann auch wieder Preis-Leistung einfach top. Ne? Absolut zu 100%. Wenn man zum Beispiel einfach mal den Preisstrich unter das Model 3 Performance setzt und dann unter einen Porsche Carrera, den wir haben, der macht genau die 3,5 von 0 auf 100, die das Model 3 auch macht. Und mit Sicherheit gibt es da jetzt andere Sachen, die beim Porsche streckenorientierter sind und besser sind als beim Model 3, gar keine Frage. Aber einfach da dann das Preis-Leistung, vielleicht mit Leistung, noch groß geschrieben wegen Performance-Leistung. 70.000 zu
170.000. Ne? Das heißt, 100.000 Euro mehr bezahlst du für einen Porsche, der genauso schnell fährt. Genauso schnell fährt. Nicht das gleiche Raumangebot hat. Genau, nicht das gleiche kleiner. Genau. Nicht dieselbe Technologie. Kein Natürlich Streaming. Ist es besser verarbeitet, wir haben besseren Seitenhalt, weil die ganzen Sitze sich mit Luftkissen aufblasen lassen und so weiter. Gar keine Frage, aber dafür steht Porsche natürlich auch, das machen sie schon seit Jahrzehnten und da sind sie auch mit die Besten einfach. Auch wenn es schnellere Autos für einiges mehr an Geld gibt, wenn wir jetzt zu Ferrari oder Lamborghini gehen, finde ich, ist man in einem Porsche auf der Rennstrecke auf jeden Fall am besten aufgehoben. Ja, was dann ich wieder, sagen, Bro, ja? ist das Model 3 Performance ist schneller als unser Carrera. Ist das so? Ja, von 0 auf 100 auf jeden Fall. Echt? Ja. Der Carrera ist doch irgendwie bei 3,5, 3,4, ne? Ja, aber wir sind es doch gefahren. Ach, moin. Ne? Na, alles klar. Ne? Ja, wir haben es verglichen, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Schon. Wie lange ist das her? Das war Anfang letzten Jahres, oder? Ja, knappes Jahr. Ja, das ist Model 3 wirklich schneller gewesen als der Carrera. Also ich denke mal, die haben dieselben Werte, die angegeben werden. Beim Verbrenner ist es halt einfach noch so, dass du wirklich im Millisekundenbereich Zeit verlierst während der Schaltübergänge. Ja. Das ist Zeit, wo ein Model 3 halt Strecke gut macht, weil er nicht schalten muss. Wäre ich zum Beispiel auch mal gespannt, wie das jetzt bei unserem Taycan Turbo ist. Der schaltet ja auch. Also ich merke die Schaltübergänge auch. Ob das irgendwie mit da reinspielt. Ich freue mich auf diese Drag Races, das wird verrückt. Das wird wirklich cool, ja. Das Auto ist zurück im nächsten Monat, glaube ich. Ne, da müssen wir uns, bis die nächste Miete ansteht, irgendwie ein paar Tage auch frei halten, damit wir das mal auf die Beine stellen können. Ne? Aber genau, das wäre auf jeden Fall so der erste Startpunkt, wo man sagt, man geht mal auf eine abgesperrte Strecke. Das wollen wir natürlich viel mehr machen, würden wir gerne viel mehr machen, aber deswegen wird jetzt produziert. Das machen wir einfach so gut wie immer und dann kann man damit auf andere Streckenbetreiber zugehen. Jo. Und die lassen uns dann vielleicht auch mal dran. Ja. Also wenn ich jetzt mal einfach Auto-Ranking-mäßig das Model 3 einordnen müsste, dann wäre es bei mir einfach ganz klar nervig, wenn man sich hinten abschnallt, AMK. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bisschen Danke. Striptease, Junge. Ich höre dich einfach nicht gerne reden. Deswegen wollte ich mir jetzt mal spontan meine Jacke ausziehen. Warte mal noch mal kurz. Warm hier drin. Auch eine Sache, über die man sprechen kann, Klimaautomatik. Dieser durchgehende Airvent ist einfach bis jetzt, finde ich, ungeschlagen. Mhm. Man kann das Auto sowieso natürlich über die App, so gesagt, fern bedienen und vorheizen etc. pp. Aber auch wenn man sich in ein kaltes Auto setzt, dauert es keine 3-4 Minuten und man hat eigentlich die gewünschte Temperatur erreicht. Das kenne ich aus vielen anderen Autos nicht so. Plus, er sieht mega cool aus. Ja. Das kommt auch noch dazu. Aber zurück zum Autoranking. Wenn ich das Model 3 einordnen müsste, dann würde sich das bei mir ganz klar momentan bei den Elektroautos auf Platz 1 befinden. Da jetzt erstmal unabhängig, obwohl, nee, sagen wir nicht unabhängig, welche Variante vom Model 3, die würde ich ganz klar auch abstufen. Performance Platz 3, Long Range Platz 2, Standard Range Platz 1. Bei mir. Hab mit dem Standard Range noch nie irgendwie Probleme gehabt, auch wenn es auf der Langstrecke gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob ich mit dem Long Range jetzt irgendwie mir einen Halt sparen würde. Weiß nicht, ob das ein ganzer Halt wäre, den ich da, also ein ganzer Supercharger, den ich überspringen könnte. Von daher würde ich sagen, Standard Range ist Schock. Finde ich ähnlich. Ich glaube, ich würde es Long Range einfach noch auf Platz einstellen, weil wir einen Allradantrieb mit an Bord haben, der einfach irgendwie noch mal ein bisschen mehr Sicherheit mitbringt. Ich meine, jetzt hier bei uns im Umfeld, so häufig wie wir Schnee haben oder gefährliche Situationen, ist das auch nicht nötig. Aber weißt du, es bringt irgendwie auch eine andere Fahrdynamik und mehr Komfort durch diese 400 bis 450 Kilometer Reichweite, wenn man es sich aussuchen könnte. Sonst, wie gesagt, ist ja preis-leistungstechnisch das Model 3 Standard Range fast das Bessere, weil wir genau dasselbe mit an Bord haben, außer halt ein Motor weniger, eine Achse weniger, die betrieben wird. Sonst, wenn man dieses Abo mit dazu nimmt, was sowieso erstmal ein paar Monate frei ist, da geht es dann um Premium Connectivity, sprich diese Live-Navigation, Streaming von Spotify und der ganzen Geschichte. Das kommt jetzt im Abo, kann man dann monatlich bezahlen. Auf jeden Fall würde ich auch jedem empfehlen. Aber sonst wäre mein Ranking auf jeden Fall genau dasselbe. Auch wenn die anderen Autos alle wunderschön sind, sich wunderschön fahren lassen, auch noch besser, als man das in einem Tesla hat. Wie wir das schon häufig gesagt haben, die fehlende Ladeinfrastruktur, die fehlende Reichweite, die fehlende Effizienz. Also bei mir ist es so, der einzige, den ich im Komfort wirklich spürbar besser finde, ist der e-tron. Ne? Also so komforttechnisch würde ich dann noch sagen, der e-tron ist besser. Aber das ist nur eine Komponente, deswegen ist das Model 1, Model 1 wahrscheinlich. Einzelnen Chat. Wir bleiben drin. Fuck.
Ja, habt ihr übrigens mitbekommen, der e-tron ist auch für zumindest unbestimmte Zeit eingestellt. EQC auch. Wieso das denn? Und EQC, weil sie keine Batterien mehr bekommen. Irgendwie Lieferprobleme batterietechnisch, das heißt, sie können keine E-tron Autos herstellen. Ja, weil sie halt aus China und in China ist halt, liegt die Wirtschaft, glaube ich, gerade echt flach. Ja. Ich glaube, da ist nicht viel mit Wirtschaft. Ja, die haben Coronavirus-Probleme, also wirklich. Ja. Hatten wir sogar in der Miete schon, ne? Genau, also, ein Industriekunde für uns ist abgesprungen. Digga, jetzt fange ich auch noch an zu stottern, Alter. Auf jeden Fall, der ist ist in der Quarantäne. Zumindest gewesen. Ich weiß nicht genau, wie es weiterging. Aber er konnte seine Miete auf jeden Fall nicht wahrnehmen, was ja absolut legitim ist. Also, das mal dazu. Wo waren wir vorher stehen geblieben? Genau, bei EQC und e-tron. Digga, wie geil ist das, dass wir noch welche haben? Ja, auf jeden Fall. Und das muss man halt sagen, ist bei Tesla, die sind halt relativ unabhängig dadurch, dass sie früh angefangen haben, selbst zu produzieren. Die anderen, wie das im Zulieferergeschäft, also das Automobilgeschäft in Deutschland ist ein großes Zulieferergeschäft, nun mal so ist, dann muss man sich auf andere verlassen können. Und mit solchen Sachen kann man natürlich nicht rechnen. Aber dann kommt es halt zeitweise auch zum Produktionsstopp. Wobei man dazu sagen muss, sie wollen die Autos sowieso nicht verkaufen. Und jetzt kommen wahrscheinlich wieder die meisten und sagen, hä, wollt ihr das wissen? Wir wissen das. Also bei BMW war es zum Beispiel auch so, dass die Verkäufer explizit darauf geschult wurden, die i3s nicht zu verkaufen, beziehungsweise dann eher andere Autos zu verkaufen, weil der Markt mega frisch ist. Die sind noch keine anderthalb Jahre dabei. Also BMW schon länger, aber die anderen, die jetzt gerade kommen, die sind noch keine anderthalb Jahre mit dabei. Und die wissen halt einfach noch nicht, wie es Geld damit zu verdienen ist. Mhm. Und deswegen wollen die das jetzt erstmal rausfinden, machen natürlich viel fürs Ausland, weil in China jetzt zum Beispiel eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Prozentzahl an Import elektrisch sein muss. Und genau deswegen werden die Fahrzeuge jetzt gebaut und damit können sie auch ausprobieren und sich schlau machen und mal gucken, wie das Ganze läuft und dann vermutlich in den nächsten Jahren durchstarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich. Es kann nur Gutes kommen. Auf jeden Fall. Ich bin auch hyped. Audi e-tron GT ist immer noch nicht raus, also beziehungsweise noch nicht mal vorgestellt. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Da hätte ich gedacht, dass jetzt nach dem Taycan da direkt eine Vorstellung kommt. Und ich hoffe auch, dass es nicht zu den Autos gehört, die abgesagt werden, denn beispielsweise bei Aston Martin jetzt das erste E-Auto vor Produktion wurde das Ganze einmal komplett zusammengefaltet und in die Ecke geschmissen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich kann es verstehen, weil der Aston Martin einfach vollständig hässlich gewesen ist, aber die haben irgendwie aus dem DB9, den haben die genommen, haben das Design nicht aufgefrischt, aber hässlicher gemacht. In diesem E-Rapid oder so heißt der, ne? Ja, wie gesagt, also die Bücher hätte ich auch zugemacht. Geiles anderes Auto, vielleicht auch mal abchecken bei CarWow. Da wurde jetzt ein Exklusivvideo gedreht mit Lotus zusammen. Lotus Evija heißt das Auto. Für jeden kaufbar, der 2 Millionen Euro übrig hat. Also von daher schon mal ein abgespeckter Kundenkreis. Es gibt auch nur 130 Stück. Aber die ganze Technik, die am Auto verbaut ist, ist sehr durchdacht. Und das Auto an sich sieht auch einfach mega cool aus. Vielleicht das mal abchecken. Deutlich interessanter auf jeden Fall als das, was Aston Martin da bei dem E-Rapid gemacht hat. Aber Aston Martin hat jetzt beim Vanquish, es steht noch nicht fest, dass das die Produktionsvariante Vanquish wird, aber da haben sie jetzt für die Concept-Variante zumindest ein mega geiles Design gefunden. Aber wir sind ganz schön weit vom Model 3 weggekommen. Momentan gibt es kein besseres Auto. Ähnlich wie das bei der Ausstattungsliste von Model 3 ist, gibt es halt nicht viel zu sagen, aber es überzeugt einfach. Ne? Man muss es gefahren sein, wir können es euch nur empfehlen. Dafür sind wir hier. Kommt vorbei, mietet das Ganze und wenn es nur Tag ist. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Auch Autopilot haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht, also häufig genug drüber gesprochen, aber heute glaube ich noch nicht. Also mittlerweile haben wir in den Updates zum Beispiel solche Baustellenpylonen und sowas, die jetzt hier stehen, die werden dann auch im Display angezeigt. Wir haben Fußgänger, Fahrradfahrer mit da drauf. Er kann zwischen LKW, SUV, Van, PKW unterscheiden. Das finde ich zum Beispiel, hat man auch in keinem anderen Auto, auch wenn die selbstfahrenden Systeme dort sehr ähnlich sind, dass man eine Überwachung hat, wo man nachvollziehen kann, was jetzt gerade passiert und beziehungsweise das visuell dargestellt wird, was das Auto gerade sieht und was nicht. Das haben wir nur hier. Finde ich, ist ein cooles Gimmick und trotzdem auch immer noch der aktivste und beste Autopilot, den ich bis jetzt gefahren bin. Fährt sich mega komfortabel, Spurwechsel und so. Ich sag jetzt mal, wenn man auf der Autobahn drauf ist, ich muss sagen, Ausfahrten sind, glaube ich, noch ein bisschen happiger, aber sobald man auf der Autobahn drauf ist, ich bin eh nicht mehr am Rasen. Dieses elektrische Fahren haben wir auch häufig schon gesagt, das entschleunigt stark. Dann hängt man sich irgendwo auf die mittlere oder rechte Spur. Wenn man dann merkt, man hat noch ein bisschen Puffer in der Batterie, bevor es zum Supercharger geht, irgendwie 25% Rest oder sowas, dann kann man noch ein bisschen Gas geben. Funktioniert in dem Auto auch genauso gut wie in jedem anderen Auto. Ich meine, wir sind jetzt damals mal den Renault Zoe auf der Autobahn gefahren. Das ist schon wirklich eher eine Seifenkiste dann. Das Auto ist sehr hoch gelegen, die Federung ist sehr hoch und
dadurch, dass keine riesige Batterie drin ist, auch nicht den total niedrigen Schwerpunkt und sowas. Deswegen schaukelt das Ganze auf der Autobahn schon wirklich. Das hat man hier nicht. Man hat hier ein bisschen mehr Windgeräusche, als man das von anderen, ich sag jetzt mal, Oberklasse-Limousinen kennt. Aber ich denke, das kommt halt auch einfach dazu, weil man keine anderen Geräusche hat, außer jetzt wirklich Wind und Reifen abrollen. So Leute, wir sind wieder am Ende vom Video angekommen. Erstmal danke, dass ihr durchgezogen habt. Das ist unser Einjahresreview vom Model 3 gewesen. Mit Sicherheit ein bisschen chaotisch und ungeordnet gewesen, aber nur Amateure brauchen Leitfaden. Von daher. Wir verlieren uns halt im Gespräch. Häufig mal. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Was lässt sich jetzt irgendwie abschließend noch sagen? Das Auto ist auf jeden Fall besser, als es damals angekommen ist. Das ist halt das Schöne an diesen Softwarefahrzeugen oder diesen softwarebasierten Fahrzeugen, dass die Autos eigentlich nur noch besser werden. Wir können ja noch mal kurz runterbrechen. Wie gesagt, die Streaming-Geschichte haben wir mittlerweile mit an Bord. Netflix und YouTube. Ein Tesla-Tutorial, sprich, man kann sich so angucken, wenn das Auto neu ist, wie steigt man ein? Ne? Ja. So das Übliche. Ja. Nee, genau. Und dann haben wir Reichweitenverbesserungen. Wir haben Games mit an Bord gekriegt, die von Anfang an nicht mit dabei waren. Ja, so kleine Software-Sachen, so Einstellungsgeschichten, zum Beispiel, dass man den Kriegsmodus jetzt mehr personalisieren kann und sowas. Ja. Track-Modus war auch nicht von Anfang an mit dabei, nein, soweit ich weiß. Ja. Also wie gesagt, da kommt wirklich auch immer mehr und natürlich die ganzen Features, die beim Autopilot da regelmäßig dazu kommen. Und bis Ende des Jahres, also zumindest steht es jetzt gerade so im Auto, in der Software drin, soll das Analysieren von Ampeln und Kreuzungen. War das nicht letztes Jahr? Nee, es ist für Ende diesen Jahres angekündigt. Bei Tesla ist das mit den Zeiträumen immer so ein bisschen flexibel. Also es kann sein, dass Elon da auch schon mal von gesprochen hat. Aber es wäre natürlich super schön, wenn es bis Ende des Jahres da wäre. Dann könnte man auch teilautonom innerorts fahren. Das wäre lässig. Ja. Und ich würde sagen, damit beenden wir das Video auch schon. Genau, oder? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Reingehauen. Ciao, ciao.